der letzten Episode. Gott, stehst du wieder im Weg? Nö. Solange man drüber laufen kann, ist das ja das kleinste Problem. Brauchen wir hier ein paar Tees. Dann können wir das ja mit dem Burnt Out probieren. 33 Minuten bis verbrannt. Wir testen das. Wir müssen das ja einmal testen. Das ist unser Opfertee. Eine Minute. Hm. Das klingt lustigerweise wie Fleisch, was verbrennt. Oder grillt. Ungenießbare verbrannter Fraß. Das ist geil. Sehr lustig. Kannst du hier noch einen halben Liter machen? Wahrscheinlich nicht. Halt, du sollst das nicht trinken. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 470. Aesop mag nicht sitzen. Ist ihm zu schräg wahrscheinlich. Gott, wir sind in der Höhle bei Three Strikes und wollen jetzt mal zur Hütte des Fahnenflüchtigen. Heute wird wieder einen guten Tag, wo ich das machen kann. Da rennen wir natürlich gleich wieder in der Landschaft herum. Ja, aber im Prinzip eigentlich zu erwarten, zu finden ist zu erwarten, ist eigentlich töricht, weil letzten Endes die meisten Dinge hat man ja doch abgegangen. Es sind ja nur so Sachen, wo man halt seit langer Zeit nicht war. Ja, in der Scheune haben wir halt eine Sprühdose gefunden. Daran hat man das halt gemerkt. Aber wir waren natürlich vor nicht allzu langer Zeit hier, nämlich als wir in der Ascheschlucht waren. Deswegen. Tja. Gehen wir jetzt einfach ein paar Dinge durch, aber wir werden mal auch durch den Wolfsberg schlappen, weil da könnte es schon wieder interessanter werden. Definitiv. Ascheschlucht jetzt nicht so sehr, weil die Ascheschlucht, das ist halt. Die haben wir erst abgegangen, als die kam und da ist in der Zeit ja kein Update gekommen. Das war ja genau das letzte Update. Tja, das kleine Häuschen. Das ist wieder eine Falle für den Aesop. Ist echt ein Idiot. Gut, ich lasse dich gleich frei. Ah, gibt sogar Futter zu futtern. Und Fackeln und Stöcke. Ich ahne Schlimmes. Das Zeug braucht hier nicht zu sein, tatsächlich, lustigerweise. Und das Wasser kann man eigentlich auch rausholen. Stattdessen sollte er die Stöcke hier rein. Ja, ich weiß, ich muss halt umladen. Das geht halt nicht anders. Gott. So, wie viel kriegt man überhaupt rein? Wahrscheinlich nicht alles. Gut, kannst du da nicht auf die Zahl springen, die dann relevant ist? Warum muss ich sie selber rausfinden? Ja, das ist auch okay. Oh, 48 Kilo. Uff, das ist zu viel. Dann müssen die Stöcke leider erstmal komplett hier bleiben. Da hört es sofort auf mit Schlottern. Ach so, wir haben das ganze Wasser dabei. Ja, natürlich. Trink du mal und dann schmeiß mal halt den ganzen Schwung raus. Wir sind leider wieder die Wölfe umrunden, aber so ist es halt. So, das heißt, 6 Liter fliegen direkt hier wieder raus. Das ist aber 40,0 Liter, das ist doch gutes Gewicht. So, Junge, du wirst wieder freigesetzt. Toll, da steht er sofort im Weg. Ein Traum. Gut, das heißt, wir müssen wieder über die Brücke. Ja, die Temperatur. Es ist halt immer noch morgens. Nein, ist es nicht. Es ist mittags. Ich dachte, es wäre noch morgens. Gefühlt minus 8 ist echt. Ja, momentan lobpreise ich noch die Tage, wo es vielleicht mal nur 10 Grad tagsüber hat. Aber die sind bald Geschichte. Leider schon. Geht jetzt schon straff in den Sommer rüber. Mein Zeh ist inzwischen noch gut verheilt. Also es ist komplett, die Wunde ist komplett zu.
Ich beginne jetzt schon mit den ersten leichten Trainingseinheiten. Aber ich muss sagen, da wo der Arzt halt reingestochen hat, um die Betäubungsspritze zu setzen, da habe ich bis jetzt immer noch einen Schmerz. Also je nachdem, wenn ich da halt mal falsch auftrete, dann zieht es genau an dieser Stelle. Also ein bisschen merkwürdig ist das schon. Und ja, es gibt halt noch da, wo halt da weggeschnitten wurde. Das tut halt manchmal auch noch weh. Naja, aber das sind halt so Sachen, da muss man sich ja wahrscheinlich dran gewöhnen. Ich schätze, das ist halt einfach dann das Resultat des zu langen Wartens. Dass man dann halt Einbußen der Lebensqualität hat. Das ist so halt, wie wenn du halt in diesem Spiel eine Erfrierung hast. Die hast du ja dann auch permanent. Kriegst du auch nicht mehr los. So muss man sich das vorstellen. Du mit deinen Fuchsspuren, meine Gute. Du hattest wahrscheinlich vor der Apokalypse auch so Kopfhörer mit so Katzenohren. Naja. Und wahrscheinlich zu oft die Steckdose hat sie auch noch gegriffen. Anders kann ich mir den Gedächtnisverlust nicht erklären. Ah, hier gibt es doch noch ein paar Sachen. Das ist ja cool. Findet sie nicht, okay. Nee. Das ist einfach viel zu viel Zeug. Ja gut, im Prinzip hast du ja auch recht. Das ist ja auch nicht wirklich was, dass wir sagen, oh, wir schleppen das jetzt einfach mal mit uns herum. Weil wir lustig sind, sondern wir wollen Steinhaufen bauen, meine Gute. Beim Bauernhaus. Dass wir da mal holzmäßig ein bisschen besser bunkern können. Wir gehen aber wieder runter an den Bach, weil ich will natürlich weiter nach Rohrkolben suchen. Ja, dieser Weg, der versandt, glaube ich, irgendwo im Gelände. Irgendwo habe ich da vorne wieder Wölfe, aber ich weiß es noch nicht wo. So, wie ist das mit... Naja. Wahrscheinlich direkt auf dem Eis, oder was? Ist noch nichts zu sehen. Es war aber schon relativ nah, das muss man tatsächlich sagen. Ja, doch, auf dem Eis, okay. Und nicht zu weit weg, leider. Das heißt, wir müssen wieder einen Umweg laufen. Komplett aufgehört. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Weg führt nicht wirklich irgendwo hin, wenn mich alles täuscht. Oh, Schösslinge sehe ich da vorne. Ach du Schande. Find mir immer noch krass. Langsam bekomme ich Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt heute. Inzwischen ist schon 10:30. Ja, ich kann nach dem Aufstehen nicht direkt frühstücken. Ich wollte aber schon anfangen mit aufnehmen. So langsam könnte ich echt was essen. 3 Ahornschösslinge, echt. Das ist ganz schön viel. Wir haben ja im Keller schon tonnenweise Schösslinge liegen. Also im Keller vom Bauernhaus. Rede ich natürlich. Wie schwer sind die eigentlich? Halbes Kilo, oder? Ne, 300 Gramm, okay. Gut. Dann sind das nur 900 Gramm. Das heißt, gewichtstechnisch 44 Kilo schon wieder. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal keine Stöcke weiter auf. Wir werden uns jetzt sowieso im Haus des Fahnenflüchtigen oder der Hütte, das ist eher. Oh, Alter, ist das nah. Das ist ja krass. Zum Glück weiß man, dass man auf der Seite der Welle keine Wölfe sind.
Ist ja der Hammer. Alle Antworten wieder von da oben, von Gidas Abhang. Da gehen wir natürlich nicht hin. Das Gidas Abhang heißt eigentlich, jeder Besuch gibt es einen neuen Wolf. Es ist auf Dauer tatsächlich ein bisschen anstrengend. So, warte mal, wenn wir schon gerade hier sind, wir sind ja schon, schon kalt, lass uns mal gucken, ob wir hier noch Hagebutten und sowas finden. Dann kannst du nämlich auch den Bogen hier wegnehmen. Ich weiß gar nicht, wo der Seilaufstieg hinführt. Ach doch, der führt natürlich zu Skidas Abhang rauf, sehr klar. Haben sie jetzt mit dem Flugzeugabsturz dann eigentlich wieder obsolet gemacht. Müsste man die Seile fast mal rückbauen, aber das ist eigentlich auch wieder Quatsch. Naja, immer. Anscheinend alles weggenommen. Gott, meine Gute. Die Hütte ist echt kaum zu sehen, so tief ist die, krass. Hä? Ist noch näher an die Wölfe gekommen? Also, das ist irgendwie schräg. Gott, alles klar. Bleibst du mal stehen? Stock brauchen wir nicht mehr. Da ist auch der Aesop da. Gott. Gibt es eigentlich noch irgendwas? Ein bisschen Stoff gibt es halt noch in Form eines Sessel. Und Holz halt, aber sonst. Ach, du scheint echt 30 Stöcke. Wie schwer sind die? 4,5 Kilo. Ach du, da sind wir mal so großzügig. Ach du Schande. Okay, uff. Ja, dann soll ich die wieder reintun. Wahrscheinlich macht das Sinn. Wir sammeln lieber noch ein paar Steine. Okay. So, meine Gute. Ab ins Bett und bitte nur warten. Nicht schlafen. Oh, du leuchtest echt schön. Drin gibt es kein Licht, echt. Tatsächlich. Hat den ganzen Stoff schon rausgeklaut, in Form von Gardinen zumindest. Gott, alles klar. Ja, da, Junge. Bisschen mehr an der Seite stehen wäre gut, dann komme ich nämlich auch vorwärts. Katzen kann man zum Glück immer auch mal ganz leicht zur Seite schieben, das funktioniert dann schon, aber der Fuchs hat da irgendwie kein Interesse, wenn der Weg steht, da zu weichen. Unsere Jungs haben immer so die Angewohnheit, gerne vor einem laufen zu wollen. Naja, Rohrkolben. Hier stand dann scheinbar Rohrkolbenstängel früher. Na, Umbauarbeiten, sage ich nur. Gott, die stehen jetzt da drüben. Ja, dann laufen sie vor einem. Das ist ja auch okay. Das ist mir ja völlig egal. Dann rennen sie in die Küche. Und bleiben dabei mitten im Weg einfach stehen. So. So, jetzt sind wir hier. Du kannst jetzt uns was zu essen geben. Verstehen Sie nicht, warum man das nicht permanent einfach nur tut? Ich nur zwei Pfeile unten. Das muss ja ein höllischer Sommer sein. Ach, wir kommen hier drüben raus. Minus 15 Grad. Ach so, ich wollte ja eigentlich mal gucken, das habe ich in der vorletzten Folge schon gesagt, ob sie schon mal mit dem Bären gerungen hat. Halt, das ist ja unter Statistik natürlich. Begegnen, Kämpfe mit Wölfen, das ist 41, krass. Kein Bärenangriff, echt. Ist ja echt glimpflich davon gekommen. Der Schleicher 2 Junge hatte, glaube ich, ein oder zwei, ich weiß es gar nicht. War nicht zu knapp. Sag mal, wie viele Steine haben wir jetzt eigentlich dabei? 19. Könnt ihr mal gucken, ob das schon reicht? Beziehungsweise wir können eigentlich gucken, ob wir noch ein paar mitnehmen. Falls wir noch ein paar finden. Ah, die Helligkeit von dem Spiel tut mir gerade auch bisschen tatsächlich noch in den Augen, wie alter Schwede.
Uff. Okay, gibt's keine Steine. Wo sind eigentlich die Wölfe? Ach, da vorne. Ich denke, ich sehe ihn da irgendwo bei dem Punkt. Rennt einer rum, okay. Ich glaube, wenn man Reisender spielt, kann man sich aber die Mod installieren hier mit diesen Timberwölfen. Das ist natürlich ein Traum dann. Da ist noch ein Stein. Halt, da ist ja auch noch einer. Ui, so viele. Lieber auf Nummer sicher, nicht, dass man da dann zu wenig habe. Ja, es war einer zu wenig. Das kann mal schnell gehen. Ja, irgendwas haben die Wölfe heute ein Problem. Ich weiß auch nicht. Die verschlucken sich ständig. So, wie viele Steine? 24 waren jetzt 5 mehr. Es könnte aber schon noch knapp werden. Ja, wir könnten ja eigentlich auch Steine ans Feuer legen und die dann in die Taschen stecken. Das funktioniert ja auch. Als Taschenwärmer. Mehr Steine sehe ich jetzt erstmal nicht. Jetzt soll ich noch ein Stückchen rennen? Wahrscheinlich schon. Es ist schon kurz nach Mittag. So. Der Laufknubbel ist nicht zu sehen. Dafür sind da jetzt Wölfe da hinten. Okay, also zumindest einer. Did I say a heavy gold? So, dann gucken wir mal, wie viele Steine wir zusammenbekommen. Guck mal, Fraß. ...48. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist zum Kotzen. Okay, tatsächlich 2 Steine. So, wo finden wir die jetzt? Okay, lass uns erstmal ausladen und aufwärmen. Okay, die Steine tun wir vielleicht unten irgendwo rein. Hast du mich jetzt echt nach vorne geschubst? Also lieber warte ich hier diesen Ladescreen ab, als da 12.000 Mal zu klicken. Aber bis jetzt echt leicht genug geworden. Okay, das kann tatsächlich alles hier unten gebunkert werden. Nochmal 3 Ahornschösslinge. Ich muss mal halt mal gucken. Halt! Gib mir meine Hagebutte wieder. 2 sind es tatsächlich nur. Krass. Also, gutes Verhältnis dann. Achso, die Federn hätte ich natürlich auch gleich da rein tun können. Dann sind wir, glaube ich, durch. Ja, wir haben schon seit Ewigkeiten keinen Pfeil mehr geschossen. Aber immer die Wölfe umrunden. Okay, wir müssen uns warm machen. Das heißt, wieder mal hier ein bisschen putzen. Ja, das ist doch schon etwas besser. Hier ist noch ein bisschen Paper. Kannst du noch ein bisschen? Wie lange brauchst du dafür? Auch 27 Minuten. Das ist mir zu lang. Stunde, das ist ja noch viel länger. Na gut, dann warten wir den Rest ab. Ist ja auch egal. So viel ist es ja eh nicht mehr. Ja, so ähnlich fühlt sich das bei mir auch gerade an. Nur ich habe ja leider keinen Bären liegen.
Ja, das Frühstück steht schon bereit. Ich habe das heute früh, wo ich angefangen habe, schon alles vorbereitet. Aber noch nicht gegessen. Das ist natürlich dann noch verlockender, aber das muss kurz warten. Der Gronkh schreibt das ja ab und zu mal, wenn er da halt wieder mal so eine Marathon-Aufnahmesession macht. Der ist ja wirklich ein Tier. Da kann er ja anscheinend auch mal einen ganzen Tag nichts essen und einfach nur aufnehmen. Der hat auch den richtigen Zeitpunkt gehabt, das Ganze zu starten, auf jeden Fall. Definitiv, weil er hat ja dann sogar mit dem Kumpel ja die GmbH gegründet, um da halt das Ganze auf solide Beine zu stellen. Also nicht so wie halt das viele ja machen, die dann einfach sagen, ich bin quasi solo selbstständig. Und sind dann quasi angestellt zum Let's Play. Das ist dann halt der Job. Das ist halt die deutsche Variante. So, viele Felsen, aber keine Steine. Das Schöne ist, wir müssen eigentlich wieder gegen den Wind rennen, meine Gute. Und Wind muss man leider in Gänsefüßchen setzen, weil das ist eher ein ausgewachsener Sturm. Gott. Ja, das sind alles nur Stöcke. So, drüben war noch welche, genau. Er bräuchte eh nicht, den brauche ich gar nicht erst anzubieten, dass er ein Stöckchen nimmt. Ich finde das eine gute Sache, dass sie das eingeführt haben, dass du den Fuchs füttern musst, weil wenn du dann zum Beispiel mal wieder Beachcombing machst, dann musst du ihm halt erstmal... Ach du Schande. Shit. Apropos Bärenangriff. Hm? Vor lauter Sturm hörst du den Bären nicht. Der hat uns gespäht? Nee, hat er nicht. So, wir haben leider immer noch keine zwei Steine gefunden. Da unten sind übrigens vier Hirsche. Sehr cool. Tja, meine Güte, das mit den Steinen, das ist schwerer als gedacht. Das ist fast genauso schwer wie dein Rennen. Okay, gucken wir mal, ob hier was rumliegt in dieser Tasche. Sieht aber nicht so aus. Blöd. Tja. Wo kriegen wir jetzt noch zwei Steine her? Das kann doch nicht sein, dass das so schwer ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass du den Hammer an dem Felsen eigentlich schwingen können müsstest. Noch zwei Stück runtermeißeln, aber da ist nichts. Okay, dann lass uns erstmal aufwärmen und dann... Wahrscheinlich ist dann auch der Nebel da. Das kann doch nicht sein, dass das so knifflig ist. Aber das hat man schon mit dem Jungen, glaube ich, auch gehabt, wo wir hier den Steinhaufen gebaut haben, dass wir da sehr weite Kreise laufen mussten. Du bist doch gar nicht nass. Okay. Dann mach dich erstmal warm. Hallo. Kannst jetzt bitte einfach drin bleiben.
Sie ist ja gar nicht mehr zu stoppen. Wind hört leider nicht auf, okay. Doch, er hört auf, okay. Naja. Zur Not rennen wir mal zu diesem umgestürzten Baum darüber. Und wir können mal in diese Schuppen reingucken, ob da irgendwas Interessantes noch drin ist. Oder ob man da vielleicht mal ein X an das Häuschen macht. Erstmal in das Fahrzeug. So, hinein. Gott, alles klar. Einfach kaputt machen. Die Reifen zerstechen. Schubkarre kannst echt nicht auseinandernehmen. Das ist ja lustig. Nö, ist eigentlich nichts. Aber da oben müsste man mal hin. Ganz, hier ist echt eine unsichtbare Wand, oder was? Nö. Sie kann hier nicht so gut laufen. Tja. Ah, hier ist auch Strom. Industrial Debris E. 16 Altholz. So ein riesen Zahnrad, echt. Das Rad bringt 3 Altholz. Gut, meine Güte. Inzwischen ist ja wieder warm. Ach, echt. Oh, wie schön. Das war dann immer so der Partyschuppen. Weil die Frau, die da drüben gewohnt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, natürlich so eine Partygängerin war. Der Raphael van Lierop hat ja mal eine Umfrage gehabt auf Twitter, welche Episode den Leuten denn am ehesten gefallen haben. Ich war erstaunt, dass den meisten tatsächlich die Episode 3 am ehesten gefallen haben. Also ich musste mich zwischen 1 und 2 schon sehr stark entscheiden, aber ich habe dann für die 1 halt gestimmt. Die Zweier fanden die wenigsten interessant. Da vorne habe ich was gesehen. Genau, 2 Steine, hervorragend. Da kannst du unten reinkrabbeln, meine Güte. So, das war's. Deswegen der Ausflug. Also die Dreier ging mir sowas von überhaupt nicht rein. Das ist eigentlich tatsächlich meine ungeliebteste Folge oder Episode von den ganzen, weil ja, also das ist weiß ich, von der Story her hat mir das nicht, mir ist das irgendwie nie, überhaupt nicht reingelaufen. Ich weiß nicht wieso. Kann es gar nicht mal so extrem genau definieren. Das war einfach so, ich habe halt so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass es einfach so eine Zusammenstückelung von verschiedenen Strängen war, die aber alle für sich irgendwie nicht wirklich Sinn machten. Oder auch zum Beispiel diese Geschichte, dass du da diese... Du musstest da ja Verletzte herantransportieren. Keiner macht sich da auf, der Pfarrer oder so, niemand macht sich da auf, keiner, das interessiert überhaupt keinen und du musst dann als Neuer dazukommen und sagen, okay, ja, okay, gut, ich gucke mal und ich schleppe dann alle ran. Naja, also 1 und 2, das hat war irgendwie so ein Bild, was irgendwie so zusammengepasst hat, vor allem von mit dem Methuselah, den ich ja sowieso total mag. Bei 3, naja. Bin ich echt mal gespannt auf die 4. So. Dann wieder in den Spind. Muss alles wieder raus, meine Güte. This pack is getting kinda heavy. Echt? Und nur? Oh, das ist ja furchtbar. Ja, wir müssen es natürlich auch erstmal wieder aufwärmen.
So. Kannst du übrigens mal wegnehmen, dein Bügelchen. So. Den Steinhaufen. Den sollte man natürlich nicht zu weit wegbauen. Am Sinn. Wow. Was ist das jetzt? Das sollte ja schon in der Reichweite sein von dem. Ja, dann machen wir das auch. Halt, das ist hier unten. Machst du den relativ. Warte mal. Mach den mal relativ nah da dran. So. Steinversteck. Wo kann ich denn das benennen? Nee, Quatsch. Wie war das? Hier kann ich Bezeichnung ändern, genau. Das ist. Falsch. Zu viele Escape. So. Die Kiste braucht auch keiner. Hat ja leider keinen effektiven Nutzen. Gut. So, das packen wir erstmal rein und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Kohlen halt bunkern können. Ja, easy. Da kann sie nichts mehr was zu ihrem Gewicht sagen, weil sie gerade schlottert. Das ist ja furchtbar. So, und kommt da noch was? Nö. Da kommt nichts zum Gewicht. 30 Stück wieder rein. Sehr schön. Sieht man auch eher, was man halt hat, als wenn das einfach nur so ein. Sure getting cold. Ja, eben. Also, ich muss mich ja eher über die Kälte beschweren, als über was anderes. Er kuschelt am Reh. Mhm. Er ist gerade eingeschlafen, echt? Achso, ich habe ihn entfolgt. Ja, natürlich. Bauernhof. Ja, wir machen natürlich heute nicht mehr viel, das ist klar. Weil das, wo willst du jetzt noch hin? Gut. Achso, wir können eigentlich den, genau. Wir platzieren ihn einfach draußen. Ah, jetzt ist der Nebel da am Abend. Wenn das so ist. Ja, kannst echt lang draußen bleiben. Ist doch nicht der Hammer. Ah ja, der dichte Nebel. So. Das ist ja deine 9 Stunden fast schon zusammen. Das heißt, es passt noch nicht. So, weiter warten. Temperatur, Schlaf, das passt noch nicht. Halt, wir sind zu weit weg. Und wieder warm. Und dann machen wir uns noch einmal kalt. Gut, alles klar. Renn mit dir. Genau. Nee, nicht verlassen. Ist hier nicht ein Lichtschalter normalerweise? Scheint nicht. Gut, dann zück die Lampe und dann geh mal so. Doch, ist er. Lustig. Die ganzen Tees. I can't feel my hands. Naja, meine Hände. Wieso spürst du deine Hände nicht? Wird dir doch warm. Ist ja schräg. Man kann es auch ins Regal stellen, aber da kriegst du wahrscheinlich nicht alle Tassen raus. Schätze ich mal. Ja, das mit dem glühenden Fuchs leider immer noch nicht gesehen. Immer noch nicht ergeben. Tschüss Fernseher. Also warte mal, ist das nicht das ist doch das Blizzard-Bett. Ja. Müssen ins andere Bett wackeln. Echt, du hast Hunger. Aber über die Nacht müsste man noch kommen, meiner Meinung nach. 10 Stunden müsstest du eigentlich hinbekommen. Oder? Halt, warte mal. Bevor, wir können hier noch Tee trinken. Ja, ja, das reicht easy. Ja. Ja, mehr. Komm. Ab ins Bett. Ja, und schlafen. Wäre sinnvoll. Tja, ist halt doch auch ein Aurora-Bett. Aurora, ein Blizzard-Bett. Willst du da machen? Sei es wie es sei, wir müssen trotzdem mal mampfen gehen. Genau, hab ich ja gerade gesagt. Wo ist denn eigentlich Kollege Aesop? Ah, er schläft hier. Jetzt ist er finster. Da pustet's in die Ohren. So, 2160 Kalorien. Nur in Fleisch. Und Fett wahrscheinlich. So, bist du fertig? Bist du fertig?
Dann kann man wieder rein. Schläft in der Tür. Ja, gut, alles klar. Da hat er ja zumindest ein bisschen was zu tun. So, wie sieht das hier aus? Kann er nicht alles auseinandernehmen? Ja, Blizzard halt tobt, da kann man halt nur sauber machen. Diesen Spiegel wegnehmen, kannst du das Fenster wegnehmen. Ja, das ist übrigens auch die Ambient Lights Mod, also so unsinnvoll die manches Mal auch ist. Achso, das ist diese Gardinenstange. Das Flackern der Fenster bei Blizzard zum Beispiel, also generell die Beleuchtung innen drin, je nachdem wie das Wetter draußen ist, das ist halt auch die Ambient Lights Mod. Wo steht denn das Messer? 85%, okay. So, ansonsten sieht es ja eigentlich ganz okay aus in der Puppenstube. Wie ist das hier? Hier liegt noch ein Kissen. Ja, das geht leider nur mit dem Messer. 20 Minuten mit der Hand, ja, mach das mal. Oh, schön leise hast du es hingemacht. Ja, den könnte man auch auseinandernehmen. Ist ja eh nicht zu verwenden, selbst für das eine Ding eine anderthalb Stunde, das ist ja super. Okay, das kann man lassen. Ah. So kann man den Bauernhof so langsam mal als sauber betrachten. Wie ist das eigentlich mit Spinnenweben? Hier gibt es sie auch. Nö. Hieß sie Molly? Ich glaube, Molly hieß sie. Die Frau, die hier gewohnt hat. Weil ich Molly schon einen sehr schrägen Namen finde, um ehrlich zu sein. Ja, der Stuhl. Der Fernseher ist ja nur da, wenn man weit weg ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn man rangeht, ob man ihn auseinandernehmen kann. Tatsächlich. Ist ja lustig. Wie lange brauchst du eigentlich für die Stühle? 2 Stunden. Nimm das Ding mal auseinander, genau. Achso, Sattbonus. Tja, da ist er halt. Nee, rechte Maustaste geht nicht. Nicht mal das geht, echt. Hm. Fernseher. Ja, dann zerklopp ihn mal. Da ist nichts drunter, gut. Hätte man das auch mal rausgefunden. Wie lange brauchst du dafür? 3 Stunden. Uff. Da ist Spinnwebe, ja. Da oben ist, glaube ich, ganz oben ist auch noch einer, aber da kommst du wahrscheinlich nicht hin, oder? Stehen wir da drauf. Na, komm. Ja. Nee. Nicht mal mit einem Besen. Den Spinnweben auseinandergenommen hast, dann kriegst du einen Stoff. Für die Instant-Reparatur, weil es schon von alleine klebt. Ja, okay. Man kommt nicht an alle ran. Ich finde das auch lustig, dass die Bögen hängen ja eigentlich nach unten durch, nicht nach oben. Na ja, gut. Zumindest ist es sauberer. So, das noch weg. Tja, da kannst du halt nicht mal viel machen bei so einem Wetter. Heizkörper kannst du nicht auseinandernehmen. Tja, also, es ruckelt und wackelt an diesem Haus herum. So, wie sieht das eigentlich aus, Rohrkolben stängelmäßig? Da können wir mal 3 reintun, das ist super. Oh, warte mal. Da können wir doch gerade noch 2 dazu stellen. Okay. Bringt eigentlich die Uhr was? Tatsächlich. 2 Altmetall, echt?
Melissa scheint wohl den ganzen Tag zu bleiben, oder was? Schade. Die Gardinenstangen gehen nicht wegzunehmen. Wie bitte? Nein, nimm mal hier die Hand dazu, genau. Hand das Brett auseinandernehmen. Fünf Minuten für also Becher, meine Fresse. Tja, die Tür, die ist halt fest. Ist gar keine Tür, okay. Das ist wahrscheinlich wirklich nur ein Haus für jemanden, der alleine ist. Du kriegst schon wieder Durst, alter Schwede. Ja, ich fürchte, wir haben hier nicht mehr viel zu tun. Wo stehen die Stiefel inzwischen? Immer noch 13%, die zerfallen nicht so schnell. Hier noch was. Nochmal viel Stoff. Nee, Kissen. Was sagt eigentlich die Kleidung inzwischen? 71% ist leider immer noch nicht da, wo man sie haben könnte. Tja, meine Gute. Geh mal in den Keller. Eine Stunde 30 brauchst du dafür. Das Plastikfass. Ja, dann nimm halt das Messer dafür. Ist noch der Fleck übrig. Na ja, gut. Da kommen wir ja wenigstens mal dazu, hier aufzuräumen. Ist ja auch nicht so schlecht. Sonst geht man natürlich immer raus. Macht irgendwas draußen. Ist ja auch logisch. Weil die Höhle bei dem Gemeindezentrum, das ist immer noch interessant. Ah, da ist das Regal mal leer. Sehr schön. Pfeilkabinett. Nimm das mal auseinander. Anderthalb Stunde. Das scheint sowieso, ja genau, das funktioniert so. Da hast du nochmal eine anderthalb Stunde, die du da rumsägen kannst. So, Tag ist vorbei, der Blizzard auch, gut. Altmetall war ganz oben. Think about his food. Ja. Sekunde. Was haben wir sonst noch? Nur das Altholz, oder? Zunderbibel, ja, das bist halt raus. Ah, so langsam wird der Keller mal. Kannst du euch die Wasserzähler auseinandernehmen? Oder Stromzähler? Nö. Liegt sich da gut. Muss anscheinend sehr bequem sein. Okay, komm. Dann futter aber noch ein bisschen Bär. Ah, schön ist anders, aber so ist es halt manchmal. Ich meine, dafür, dass wir zwei Blizzarde an drei Tagen haben, muss man fairerweise dazu sagen, kommen wir hier noch ganz gut durch. Ja, soll ich nicht zu laut sagen. Wahrscheinlich ist der nächste Tag wieder ein Blizzard. Bis das Lagerkollerrisiko kommt. Ja, jetzt haben wir durch den Sattbonus ein sehr üppiges Divo an Reserve. Ja, okay. So. Ich denke halt A bis Z. Dann sind wir hier tatsächlich sauber. Gegessen, getrunken. Dann müssen wir uns jetzt mal in den Schlaf warten. Also, erstmal den Schlafsack draußen raus. So. Ja, genau, dann warten wir uns erstmal kalt. Weil wir jetzt ein bisschen Zeit draußen noch verbringen heute. Oh, it's getting dark out here. Time to look for shelter. Das Shelter, wie sitzt du direkt vor dem Shelter, du Hacke? Oh, wo schlafe ich denn heute Nacht? Oh Gott, so langsam sollte ich mir echt Gedanken machen. Halt, nein. In den Schlafsack. Ja, das wird heute eine sehr, sehr... Oh ja. Das sieht ja super aus. Ja, Schlafsack. Wir brauchen zwei Schlafsäcke, ich sehe das schon. Ja, das wird jetzt sehr, sehr finster.
und kalt. Mensch, ab in den Schlafsack, meine Gute. Und wieder in den Schlafsack. Wir machen uns noch einmal kalt und ich denke, dann haben wir es. Oder? Ja, komm. Einmal, vielleicht machen wir noch einmal. Weil ich will nicht so ganz früh rauskommen. Gut, alles klar. Genau. Ganz genau. Ab ins Bett. Ich hätte gehofft, dass vielleicht noch eine Aurora kommt, aber das muss wahrscheinlich warten. Vielleicht hat der Junge mehr Glück. Schön. Gut. Okay, wir gehen wieder runter. Das Wasser reicht leider nicht. Wenn das Wetter nochmal schön ist, setzen wir nochmal Wasser auf. Ja, ich weiß. Wir sind doch schon auf dem Weg. Aber kann ich jetzt endlich bald was zu trinken haben? Wie lange muss ich denn noch warten? Ich weiß, dass 18 Liter schon sehr viel sind, aber die Gute braucht halt schon 3-4 Liter am Tag. Das geht halt dann schnell runter. So, der Rest bitte noch. Dann ab ins Bett. Nein, schlafen. Jetzt ist Schlafen tatsächlich richtig. Gute Nacht. Na? Okay, in der nächsten Folge, ich würde immer noch gerne zum Gemeindezentrum, also zu dieser Höhle beim Gemeindezentrum mal gehen, um dort mal vorbeizuschauen. Es gibt dort auch noch ein paar kaputte Hütten. Könnte man sich eventuell auch mal antun. Und dann würde man relativ zeitnah in den Wolfsberg aufbrechen, schätze ich schon. Weil viel mehr abzugehen gibt es eigentlich nicht. Man könnte vielleicht nochmal die lange Kurve. Aber ja, also so die Dinge halt, die irgendwo ein bisschen entfernter von den üblichen Wegen sind und dann halt ab in den Wolfsberg und das wird sicherlich eher interessant dort. Ja, weil Sattbonus können wir dort in den Wind schreiben und müssen trotzdem wahrscheinlich einfach mal alles abgehen. Tja, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.